Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Frostpunk. Ja, in der letzten Folge ist ja auch wieder einiges passiert. Das Propagandazentrum wurde offiziell eröffnet. Wir haben eine ausgeglichene Tendenz bei den Londonern erwirkt, haben jetzt auch endlich ein Krankenhaus zur Versorgung der Kranken errichten können und haben einerseits unsere Stahlproduktion verbessert und auch unsere Kohleförderung durch einen Dampfkohlegenerator. Genau. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier das Krankenhaus auch eröffnen. Zumindest zu einem guten Teil. Ich kann ja mal gucken, hier aus den äußeren, aus dem äußeren Krankenhaus ziehe ich mal zwei ab, die ich hier rüber transferiere. Patienten sind dann auf jeden Fall relativ viele auch hier. Genau. Ja. Gut. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist schon wieder viel an Stahl zusammengekommen. Jetzt durch das Upgrade geht es natürlich glücklicherweise sehr viel schneller als vorher immer. Und daher upgrade ich jetzt auch mal hier diesen Dampfkohlegenerator. Genau, wir haben aktuell keine Arbeitslosen. Naja, das ist einerseits positiv, andererseits können wir dann natürlich auch nicht alles decken hier. Und der Temperatursturz kommt noch. Sonst hatten wir jetzt ja auch hier, jetzt wird es so langsam spannend hier um Tesla City und die ganze Geschichte. Und hier, die kommen mit ordentlich Ressourcen und 35 Kindern zurück. Genau. So, des Weiteren, ja gut, Rohstoffdepot können wir noch nicht bauen jetzt leider. Wir müssen ja auch noch ein Gefängnis bauen. Ja, darauf muss ich jetzt erstmal sparen, da habe ich nur noch 2 Tage und 7 Stunden Zeit für, das zu bauen, sonst geht wieder die Unzufriedenheit hoch und bla bla bla. Genau, gut, so, dann spule ich die Zeit auch mal ein bisschen schneller voran. Gerade gibt es ja nicht ganz so viel. Ah, da kann ich direkt wieder anhalten. So, die Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Da sehen wir doch direkt, hier ist direkt alles viel erträglicher und hier ist es sogar richtig komfortabel. Dadurch werden natürlich auch die Leute viel schneller geheilt. Wir könnten auch noch Zusatzrationen, also 10 Essensrationen wird uns das kosten. Das wäre tatsächlich relativ wenig. Könnten wir ausgeben und dann könnten wir ihre Genesung beschleunigen, aber aktuell sind hier nur ein paar Stunden, die Behandlung dauert. Das lohnt sich erstmal hierbei nicht und hier dauert es länger, aber hier sind auch nicht so viele in Behandlung wie im Krankenhaus. Gut, so, dann müssen wir natürlich jetzt noch nach einem weiteren Upgrade gucken. Einerseits wäre natürlich die Möglichkeit, dass wir das Treibhaus hier erforschen. Das würde ich aber tatsächlich erstmal noch ein bisschen nach hinten verschieben. Optimierung. Gut, die arbeiten 10% effizienter. Da wäre natürlich jetzt die Möglichkeit, wenn das Ganze effizienter arbeitet, das wirkt sich ja auch hier auf die Dampfkohleminen sind damit, ja, auf diese Dampfkohlegeneratoren. Das ist tatsächlich was anderes. Ja, okay, nee, dann brauchen wir das gar nicht, weil ich ja den Kohleabbau damit gar nicht mache, sondern nur mit den Kohlegeneratoren. Rohstofflager, große Rohstofflager sind natürlich auch praktisch. Sammelstellen würden wärmer. Muss ich tatsächlich mal überlegen, was machen wir denn am besten? So langsam wird es dann auch mal wieder Zeit, dass wir hier was upgraden. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier auf die Fabrik tatsächlich. Weil wenn wir mit Prothetik und Ähnlichem anfangen, dann brauchen wir auch auf jeden Fall diese Fabrik. Das wird dann ein relativ zentrales Element auch werden vom Ganzen. Genau. Ja, dann lassen wir es erstmal jetzt hier alles weiterlaufen. Hier ist ordentlich voll für 5 Tage Kohle. Ja, etwa. Okay, die Speer sind angekommen. Oh, in Tesla City. Also es geht spannend weiter. Tesla City.
Die Stadt ist modern und wurde akribisch geplant. Ein großer Turm erzeugt eine konstante Barriere aus Blitzen, die den fallenden Schnee ablenkt. Aber niemand kommt uns entgegen, um uns zu begrüßen. Tesla City, entfesselter Donner. Fähige Köpfe und gesunde Körper werden über die Kälte triumphieren, lautet die Parole über dem Eingang zu Tesla City. Ein großer Turm im Zentrum strahlt das blaue Glühen einer elektrischen Entladung ab, die eine schützende Kuppel über die Stadt formt. Aber irgendwas ist hier schiefgegangen. Auf den Straßen liegen verkohlte Leichen. Ein stechender Geruch nach verbranntem Fleisch liegt in der Luft. Wir haben gesehen, wie Lichtblitze aus dem Turm schossen. Wie ein Lichtblitz aus dem Turm schoss. Er traf ein Gebäude und hat einen Riss durch sein Dach hinterlassen. Entdeckte Orte. Dreadnought Anlegestelle. Ja, entweder können wir uns riskieren, die Stadt zu betreten und später versuchen, die elektrische Entladung zu deaktivieren. Oder wir halten uns fern und die Speer untersuchen die Randgebiete von Tesla City. Da ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob die Option überhaupt möglich ist, dass sie ausweichen können, mache ich das nicht, weil bislang sind die Leute da immer nur gestorben. Und ich halte mich jetzt etwas von der Stadt fern, deshalb. Wir haben nicht gewagt, die Stadt zu betreten. Wir haben die Randgebiete von Tesla City untersucht. In der Stadt scheint es keine Überlebenden zu geben, aber vielleicht konnten einige Menschen fliehen. Genau, ja, dann schicke ich die mal hier weiter zu der Anlegestelle. Genau, und die werden in 10 Stunden bei uns sein mit den Kindern. Gut. So. Was haben wir denn hier eigentlich? Wirtschaft. Auf dem Bildschirm war ich ja eigentlich noch nie so wirklich. Aber es sieht aktuell gut aus, positive Kohlebilanz, also alles perfekt. Genau, müssen wir halt bald gucken, dass wir hier eventuell das Ganze mal etwas ja, verbessern, weil es sonst durchaus ungünstig aussieht für die Zukunft, für den nächsten Kältesturz. Und wir haben jetzt auch genügend, also mehr als genügend Stahl zusammen, um das Gefängnis zu bauen. Und das platzieren wir natürlich, wie es für ein gutes Gefängnis sein muss, direkt in die Mitte der Stadt. Auch gut zwischen zwei Wachtürme und rein damit. So. Wird das so langsam auch gebaut. Ja, Essen perfekt. Kommen wir jetzt auf etwa 2 Tage. Sieht doch gut aus. Da können wir auch mal gucken, ob wir hier, weil wir natürlich, da brauchen wir auch 40 Stahl für tatsächlich, okay. Dann graden wir nochmal ein paar Zelte und so weiter. Dann graden wir ab. Dann bauen wir die mal ein bisschen aus noch. Weil wenn es wieder kälter wird, na, sollen ja auch die Leute uns nicht wieder unendlich krank werden hier. Und dann die ganzen Arbeitskräfte ausfallen, das wäre nicht so schön. So, das Gefängnis ist soweit erstmal gebaut. Da muss ich jetzt aber gucken, wo ich die Arbeitskräfte herbekomme. Was ist das hier? Eine Kohlemine. Die wird, glaube ich, aktuell eh nicht so sehr. Ja, und das Sägewerk. Na gut, das Sägewerk wird schon bespielt. Lass ich mal gucken. Mauerbohrer. Wie viel fördert der eigentlich am Tag? Nenneffizienz 14,4 pro Stunde. Das Sägewerk hier. Ja, gut, die sammeln einfach nur. Steht das vielleicht woanders? Rohstoffe. Sägewerk 80 Holz pro Standardarbeitstag. Gut, ist natürlich jetzt mehr. Ja, die würden auch mehr einsammeln, aber bringt denen aktuell nichts. Dann schalte ich das hier jetzt erstmal aus. Wird ja aktuell nicht gebraucht. Und weil sie dann hier mal die Arbeiter dem Gefängnis zu. So, Gefängnis gebaut. Das Gefängnis ist eröffnet. Du hast bewiesen, dass dein Versprechen von erhöhter Sicherheit und Ordnung nicht nur Schall und Rauch war. Die Hoffnung steigt. Ja, leider nicht so sehr viel. Versprechen gehalten, Versprechen gebrochen, das hebt sich jetzt auf. Und ja, damit haben wir jetzt das Gefängnis eröffnet. Tatsächlich hier mit die hier Eingesperrten haben Zeit, über ihr Fehlverhalten nachzudenken und darüber, wie sie unser aller Überleben unterstützen können.
Ein harter Boden für die Nachtruhe und halbe Rationen werden ihnen dabei helfen. Ja, ist natürlich nicht so die eleganteste Variante, aber gut. So. Dann Ergreifung. Gefängniswärter werden Übeltäter fassen und sie ins Gefängnis stecken. Sie verfolgen Londoner Dissidenten und jegliche Unruhestifter. Gefangene werden nach 4 Tagen zurück in die Gesellschaft entlassen. Londoner und Übeltäter landen hinter Gittern. Die Unzufriedenheit sinkt. Das könnten wir natürlich machen, um jetzt die Londoner Zahl auch noch zu drücken. Da weiß ich nicht, haben wir 8 Tage Zeit für? Dann sind wir doch einfach mal so fies und machen das. So, die Wachen werden Übeltäter fassen und sie ins Gefängnis schicken. So haben wir direkt 10 Londoner weniger auf einen Schlag. Ja, das ist natürlich die relativ brutale Variante jetzt. Auch in gewissem Maße für das Spielziel notwendig aktuell. So, dann gucken wir nochmal hier. Wie sieht es denn mit dem Patienten aus? Ja, wenige Stunden brauchen die hier noch. Wirtshaus. Ach, haben wir tatsächlich nicht voll besetzt. Aber das scheint, glaube ich, ganz gut anzukommen. Genau, 31 in den letzten... Ja, das ist schön. Der wird gut angenommen. Patienten. Oh, ja, die Person ist arbeitsunfähig. Oh, ein Kind. Tja. Gut, ja, müssen wir gucken, wie wir das gut handeln können. So, was ich ja jetzt noch machen möchte, hier ein Rohstoffdepot, ein weiteres eröffnen. Ah, ja, das passt ja hier perfekt hin. Genau, spulen wir noch ein bisschen. Ah, hier geht es auch weiter. Mit der, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie man es ausspricht. Das ist auf jeden Fall eine Schiffsplatte, soweit ich weiß. Also ich glaube, das T spricht man nicht. Also, naja, auf jeden Fall, hier wurde ein großes Schiff demontiert. Nur die riesigen Kielplatten liegen noch unter dem Eis. Eisenbahnschienen führen nach Süden. Holz, Dampfkerne, Stahl. Das erforschen wir doch glatt mal. Licht im Süden. Wir haben ein Stück einer Rumpfplatte gefunden, an einen Felsen geschraubt. Auf ihr ist etwas eingraviert. Im Jahre 1886 landete hier eine amerikanische Expedition mit ihrem Schiff, der USS Hephaestus, auf der Suche nach einem sicheren Hafen in globaler Vereisung. Möge der Allmächtige den Seelen unserer Landsleute an Bord unseres Schwesternschiffes der USS Prometheus gnädig sein, die unterwegs verstarben. Entdeckte Orte, arktische Station und Eiskorridor. Ja, Rohstoffe natürlich wie immer rücksichtslos mitnehmen. Und, genau. Wie viel haben die dabei? Ja, ist schon relativ wertvoll, was sie jetzt dabei haben. Aber zurückschicken wäre wahrscheinlich keine ganz so schlaue Option, weil das ziemlich lange dauert. 20 Stunden bis Ankunft. Ja, arktische Station oder Eiskorridor. Gehen wir doch erstmal hier zur arktischen Station, schicken die weiter dahin. Ein seltsam geformtes Gebäude mit zahlreichen Antennen und Instrumenten. Es sieht aus wie eine Art Forschungsanlage. Dann geht doch mal dahin und die, ach komm, in einer Stunde an. Gut, wundervoll. So, bis dahin sollten wir auch ausreichend, obwohl ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Sieht man das irgendwo? Unterkunftsverhältnisse, Einwohner mit freie Betten, 62, ja, das passt doch, die haben nur 35 Kinder dabei, dann passt das erstmal. So, es sind aber, es fehlen trotzdem aktuell ziemlich viele Arbeitskräfte. Und wie sieht das denn hier aus? Abklingzeit der Fähigkeit ist noch nicht abgelaufen. Wie lange muss der denn noch abklingen, steht da gar nicht. Naja. So, ist das hier schon gebaut? Ne, ist es noch nicht. Dann spulen wir die Zeit wie immer etwas weiter. Oh, ja, Speer. Sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. 35 Kinder, 68 Holz, ein Dampfkern, 103 Nahrungsmittelvorräte und 267 Eisen. Quatsch, Kohle. So, gut, wunderbar. Vielen Dank fürs Abliefern.
Dann schicke ich die direkt mal wieder hierhin zurück. Da sind jetzt ein Tag und 20 Stunden unterwegs, aber naja, gut, sei es drum. Also 35 obdachlos dürfte sich aber eigentlich gleich erledigen. Weil wir eigentlich ausreichend haben, habe ich ja gerade nachgeguckt. Okay, anscheinend nicht. Das ist seltsam. Naja, gut, dann muss ich halt. Den baue ich doch auch mal ganz brav hier Baracken. Da passen immer 10 rein. 1, 2, 3. Jetzt habe ich eigentlich geguckt, ob die noch im Propaganda-Einflussbereich liegen. Die beiden natürlich nicht mehr. So, 3. Dann muss ich jetzt gleich mal gucken, dass in einer hinteren Reihe auch die, die Propaganda natürlich gut ankommt. Weil aktuell ja unser System relativ darauf aufbaut, tatsächlich. Oh, und hier kann tatsächlich Kohle eingesammelt werden. Ja, dann sollen die doch da direkt mal sammeln gehen. Wo kommt die denn plötzlich her? Das überrascht mich. Naja, ja gut, da ist es sehr kalt. Das heißt, die Hälfte davon. Ja, gut, ist nicht allzu gesund, dadurch zu laufen. Was ist da? Achso. Propagandazentrum. Vandalismus. Ein loyaler Einwohner hat berichtet, dass er Zeuge davon wurde, wie eine Gruppe junger Leute das Propagandazentrum beschmiert hat. Sie haben "Wacht auf, Leute" in großen Lettern auf die äußere Mauer geschrieben. Was sollen wir tun? Die Schuldigen bestrafen oder das Geschmiere entfernen? Das Bestrafen, die Unzufriedenheit sinkt, Einwohner könnten verletzt werden. Genau, entferne das Geschmiere, die Hoffnung steigt leicht an. Da wir aktuell die Unzufriedenheit sehr niedrig haben, würde ich einfach jetzt mal auf die Hoffnung gehen und das Geschmiere einfach nur entfernen. Genau. Gut, so, dann geht's wieder weiter. Die Kinder sammeln hier brav ein, oder? Nee, die gerade nicht, aber ist ja auch keine Arbeitszeit. Wir haben ja keine 24-Stunden-Schichten eingeführt. Daher akzeptiere ich das mal. Gut, was steht hier? Unser Captain hat meine volle Unterstützung. Ich muss durchhalten. Leute verlassen sich auf mich. Ja, gute Einstellung. So, Arbeitsbeginn. Was haben wir hier immer noch? Kranke Menschen über kranke Menschen. So. Kohlehaufen ist erschöpft. Ja, haben die gut gearbeitet. Können die hier direkt weitermachen? Brauchen die hier noch Unterstützung? Nein. Okay. Ja, dann können die doch hier schon mal anfangen und hier mitarbeiten. Ah, hier muss ich auch auswählen, was da gelagert werden soll. Holz. Gut. So, und Späher sind auch bei der arktischen Station angekommen. Arktische Station. Die Tür der arktischen Station wurde eingeschlagen. Drin sind Kampfspuren zu sehen. Zerbrochene Möbel, beschädigte wissenschaftliche Instrumente und Blutspritzer. Die letzte Entdeckung. In der geplünderten Station fanden wir Teslas Audiotagebuch. Eine Stimme sagt, die beobachteten Veränderungen, auch die Verdunklung der Sonne, könnten nicht ausschließlich wohl durch Vulkane verursacht worden sein. Was, wenn das große Erdbeben 1887 in Patagonien ein Asteroideneinschlag war? Rufe und Lärm sind zu hören, dann Stille. Zahlreiche Spuren führen von der Tür in Richtung der Berge. Entdeckte Orte, Höhlenversteck. Dann nehmen wir doch mal die Rohstoffe. Anstelle da jetzt weiter hinzugehen, gehe ich jetzt erstmal zum Eiskorridor hier, weil ich mir unsicher bin, was uns da erwartet. So, und die wandern immer noch fröhlich die nächsten 2 Tage dahin, beziehungsweise 1,5 Tage. So, dann läuft hier alles erstmal weiter. Die sammeln das brav ein, erkälten sich bitte nicht. Und ich muss hier jetzt mal so langsam gucken. Sind mir ein paar viele Patienten, dann gebe ich hier einmal Sonderration aus, dass sich das Ganze verkürzt. Genau, ja, aber wir haben erstmal trotzdem Essen für etwa einen Tag, beziehungsweise auch ein bisschen mehr.
Wir sehen hier 461 Rationen für 344 Personen, reicht nicht ganz für 2 Tage, aber fast. So, Fabrik haben wir erforscht. Gucken wir doch auch direkt mal weiter. Außenpostendepot mache ich jetzt noch nicht, aber wir gehen jetzt erstmal schon mal auf Heizung. So, die Generatoreffizienz, also der Generator verbrennt 10% weniger Kohle. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt direkt, deshalb. Gucke ich mal hier, ja, mache ich jetzt erstmal Dampfzentrumsreichweite. Dampfzentrumsreichweite. Die Wärmezonen um Dampfzentren können sich um 50% weiter ausdehnen. Hinweis: Dampfzentren werden unter dieser Einstellung doppelt so viel Kohle verbrauchen. Ja, dann erforscht das Ganze doch mal. Und wir gucken uns hier die Fabrik an. Fabrik: Eine Anlage, in der Automatone und andere fortschrittliche Geräte produziert werden können. Basisheizstufe 2 und so weiter. Gut, auch das stellen wir uns natürlich wie immer gut mitten in unsere Stadt rein. So. Genau. Gut. Da wir jetzt, ja, beziehungsweise wir lassen einmal noch hier die Fabrik bauen. Gut. So, weisen wir Arbeitskräfte zu, brauchen wir Ingenieure für. Muss ich einmal gucken, wo die eigentlich alle zugewiesen sind. Ich glaube, das müsste man sogar hier sehen können. Ne, man sieht gar nicht, welcher Klasse die angehören. Naja, muss ich dann beziehungsweise aktuell laufen die ja hier auf ordentlicher Effizienz. Da kann ich hier nichts wegnehmen. Längerfristig muss man dann natürlich hier gucken. Vielleicht nehme ich hier ja, ich nehme hier einfach eine Person weg. Und ja, gut, da ist sowieso ein Arbeiter drin, dass ja, und weist sich hier mal zu, dass zumindest das Gebäude schon mal aktiviert wird. Und dann haben wir jetzt hier eine Fabrik errichtet auch. Gut, ja. Mit der Errichtung dieser Fabrik ja, haben wir jetzt auch das Ende dann dieser Folge erreicht. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst mir immer gerne auch einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und gerne wie immer auch Feedback in den Kommentaren, falls ihr irgendwas ja, mir als Rückmeldung geben wollt. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet hier bei Frostpunk. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.